Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung TV Berlin Spezial. Und wir reden heute über ein Thema, das Europa, wenn nicht gar die ganze Welt bewegt, nämlich die Wahl in Frankreich vom letzten Sonntag. Die ging überraschenderweise anders aus, als viele vorhergesagt hatten. Es lag nicht vorne die Rechtsradikalen, sondern die kamen erst auf Platz 3 durchs Ziel. Vorne liegt das Linksbündnis und auf Platz 2 das Bündnis um den jetzigen Staatspräsidenten Macron. Was heißt denn nun das alles und was bedeutet das für Deutschland und Europa? Darüber will ich heute reden mit einem anerkannten Frankreich-Kenner, Spezialisten, Buchautor, Professor Dr. Markus Kerber von der TU Berlin und ein Gastprofessor an verschiedenen französischen Universitäten gewesen. Ein durch und durch Kenner Frankreichs und Sie haben auch noch eine Wohnung in Paris und in der haben Sie den Wahlausgang gesehen, ja, beobachtet und jetzt kommentieren wir das heute. Was ist denn das Besondere an dieser Wahl gewesen, dass alle jetzt sagen, oh, das ist jetzt ganz schwierig, eine Regierung zu bilden? Ja, die Schwierigkeit der Regierungsbildung liegt ja auf der Hand, weil die drei großen Blöcke ungefähr gleich stark sind. Also die politischen Formierungen, die Sie eben beschrieben haben, die sich für sich genommen nochmal sehr stark unterscheiden. Das, was Sie das Bündnis von Macron genannt haben, ist nichts weiter als ein Wahlverein. Macron hat gar keine Partei. Er ist auferstanden oder entstanden aus dem Nichts durch einen generösen Spender, einen Bankier, der mittlerweile verstorben ist, der ihm ein Budget gegeben hat, mit dem er eine Werbeagentur beauftragt hat. Das ist gut, weil er gute Freunde hat mit viel Geld. Genau, und dann wurde eine Partei gegründet, die nannte sich mal Renaissance, jetzt nennt sie sich Ensemble, also zusammen. Macron ist nirgendwo wirklich verankert. Das Wahlbündnis, was sich als Volksfront bezeichnet, ist völlig heterogen, von der extremen Linken bis hin zu den Grünen. Sie einte nichts weiter als der Wunsch, die rechtsgerichtete Le Pen-Bewegung, ein Familienunternehmen, nicht an die Macht kommen zu lassen. Le Pen ist gar nicht so schlecht gewesen vom Wahlausgang, wie das hier in 60 Deutschland. 60 Stunden mehr als vorher, nicht? Die Dynamik des Wachstums der Le Pen-Bewegung hält an. Ich sage leider, weil die etablierte Politik, und diese wird von niemandem so repräsentiert wie von Herrn Macron, mit den Problemen des Landes nicht fertig wird. Und insbesondere nicht mit der völlig exzessiven Einwanderung, die keine Politik ist, sondern die sich selbst überlassen ist und die besonders in den Problembereichen, beispielsweise im Pariser Norden, zu Parallelgesellschaften geführt hat, die kulturell und auch ethnisch gar nichts mehr mit Frankreich zu tun haben. Das empfinden die meisten Franzosen als unerträglich. Auf diesem Feld hat die Front National, wie ich immer noch sage, die Le Pen-Bewegung, gegründet von einem Mann mit höchst dubioser Vergangenheit, Algerienkämpfer, beteiligt am Algerienkrieg, das können wir jetzt noch detaillieren, Zuspruch erhalten. Auch leider, füge ich hinzu, von bürgerlichen Kreisen, die sagen, so kann es nicht weitergehen. Hinzu kommt, dass die Bilanz von Herrn Macron auf finanzwirtschaftlichem Gebiet, er ist seit 7 Jahren an der Macht, keine Entschuldigung zulässt. Frankreich ist überschuldet. Frankreich hat fast 110% des Bruttoinlandsproduktes Schulden. Das ist, Deutschland 70. Das sind Zahlen, die an Griechenland erinnern und an Italien. Die italienische Staatsschuld ist sehr viel besser gemanagt. Das französische strukturelle Defizit wird jährlich vom Rechnungshof kritisiert. Die Alarmglocken des Rechnungshofs in Frankreich sind schrill. Und sie weisen darauf hin, dass das so nicht weitergeht. Seit 7 Jahren ist das derselbe Finanzminister Bruno Le Maire, der 2 Romane geschrieben hat in der Zeit, aber die Finanzen im Chaos hat enden lassen. Und das auch gar nicht bereit ist einzusehen. Das heißt, die Handlungsfähigkeiten jedweder Regierung, wir werden sehen, wer an die Macht kommt, wer ernannt werden wird, für eine Übergangsregierung, sind denkbar gering. Und vor diesem Hintergrund rechne ich auch damit, dass, mal abgesehen von den nicht sehr sachverständigen Berichten aus Paris oder Wertungen durch deutsche Politiker, die Märkte in absehbarer Zeit auf die wirtschaftspolitischen Vorstellungen reagieren werden. Denn die wirtschaftspolitischen Vorstellungen, sowohl der Rechtsextremen als auch der Linksextremen, sind sehr ähnlich. Mehr öffentliche Verschuldung,
und mehr sozialpolitische Geschenke. Da wollte ich Sie jetzt noch mal ein Stückchen zurückführen, warum das so schwierig ist, eine Regierung zu bilden, weil diese Koalitionspartner ja unter sich ja schon sehr, sehr verschiedenartig sind und eigentlich gar nicht miteinander können. Wenn ich denke, dass beim Linksbündnis 6 Abgeordnete der Kommunisten dabei sind. Ja, aber Sie müssen eben sehen, es hat ein Ruck stattgefunden in Frankreich. Und die Medien haben natürlich vor einer Machtergreifung der Le Pen-Bewegung gewarnt, aufgrund einer bestimmten vorherrschenden Sensibilität in den Medien. Und der ehemalige Premierminister von Herrn Macron, Herr Edouard Philippe, hat in seiner Heimatstadt Le Havre für einen Kommunisten gestimmt, weil er gesagt hat, ich wähle lieber einen Kommunisten als die Le Pen-Bewegung. Das sind Konstellationen, die das französische Mehrheitswahlrecht zulässt. Und daher kommt es auch durch die Absprachen vor dem zweiten Wahlgang zu einem für die Volksfront, wie sie sich nennt, sehr vorteilhaften Abschneiden. Das ändert nichts an den Problemen des Landes, das ändert nichts an den Schwierigkeiten der Regierungsbildung. Und eine solche Situation hat es bisher in der Französischen Republik nicht gegeben. Eben. Und diese neue Situation schafft eben ein Problem, das man bisher auch nicht kannte. Man muss koalieren, man muss eine Koalition bilden, obwohl man miteinander gar nicht in der Regierung sein will oder könnte nach dem Programm. Aber man muss es jetzt. Ja, wie löst sich das auf? Ja, Sie sind ja Professor und als Professor weiß man auf alles eine Antwort. Also ich weiß auf diese Situation mit Sicherheit keine Antwort, die für sich in Anspruch nehmen kann, die Wahrheit zum Ausdruck zu bringen oder die Zukunft vorherzusehen. Eins steht fest, die Prärogative, also die Vorrechte des Präsidenten auf dem Gebiet der Verteidigungs- und Außenpolitik sind sehr stark. Man spricht in diesem Zusammenhang von der Domaine réservée. Ich habe dem mal einen Aufsatz gewidmet nach den 14 Jahren Mitterrand und nannte ihn der allgegenwärtige Ausnahmezustand. Warum? Weil der Präsident der Französischen Republik, wenn es zu Unruhen kommt, äußerer oder innerer Gefahr, den Artikel 16 der Verfassung auslösen kann und sich präsidiale Sondervollmachten zuschanzen kann. Und er hat den Knopf, den roten Knopf, das am hat roten Knopf de Gaulle der Atommacht damals in der Algerienkrise einmal gemacht und trat in der vollen Montur eines Brigadegenerals im Fernsehen auf. Macron hat weder eine militärische Ausbildung noch das Format eines de Gaulles. Aber ich will damit nur sagen, man muss die Macht des französischen Staatspräsidenten vor dem Hintergrund dieser Sonderbefugnisse, über die er souverän entscheidet, beurteilen. Er hat weiterhin um sich geschart eine Gruppe von ergebenen Mitarbeitern, überwiegend jung, und die Staatsbeamten in Frankreich, die ja von einer gewissen Qualität sind, wie wir wissen, managen den Staat. Von daher ausgebildet an der ENA, wo Sie auch waren. Ja, die werden den französischen Staat nicht der Volksfront oder der Le Pen-Bewegung überlassen. Jedenfalls nicht so einfach. So, ich glaube, dass Macron, der weiß, dass seine Stunde vorüber ist, dass der Moment gekommen ist, wo seine Macht nur noch zerbröseln kann und dass es für ihn nur noch einen geordneten Rückzug gibt, auch aus der Politik, dass er versuchen wird, nicht so sehr an die Sanierung des Landes zu denken, sondern die Spaltung des Gegners. Das, was de Gaulle mal in einem berühmten Buch, La Discorde chez l'ennemi, genannt hat, die Zwietracht beim Feinde säen. Und Sie haben ja zu Recht, Herr Dr. Brinkmann, darauf hingewiesen, dass diese Wahlbündnisse, diese sogenannte Volksfront, also ein heterogener Haufen ist und dass der Wahlverein von Herrn Macron auch keine Bewegung ist, sondern ein Zweckbündnis unterschiedlicher Ambitionen mit einigen Zentristen drin von Herrn Bayrou, die im Grunde genommen nichts anderes wollen, als ihre Posten retten. So, die Le Pen-Bewegung ist, was die Feindseligkeit anbelangt, am geschlossensten. Und sie hat meines Erachtens gar nicht ein so schlechtes Los gezogen mit dem Wahlausgang. Wären sie an die Macht gekommen, wäre der Erwartungsdruck sehr hoch gewesen. Und bei den Handlungsmöglichkeiten, den finanzpolitischen Handlungsmöglichkeiten, ist da sehr wenig zu gewinnen. Können da wenig Geschenke gemacht werden. Die Regierungserfahrung dieser Leute ist nicht gering, sie ist null. Die Front National, wie ich sie immer noch nenne,
ist im Grunde genommen eine Bewegung zur Eroberung der Macht. Da sitzen keine Leute, die machen Regierungsprogramme, sondern die wollen die Macht erobern. Ja, aber jetzt ist doch der Punkt erreicht, das Ziel der beiden anderen Koalitionäre oder Bündnisse bestand darin, Le Pen von der Macht fernzuhalten. Das ist gelungen. Zunächst einmal. Ja, wir reden ja von jetzt, von dem Wahlergebnis am Sonntag. Es sieht jetzt so aus, als müssten die beiden anderen eine Regierung bilden, was sehr schwierig ist, weil die untereinander nicht können. Das haben wir analysiert. Schauen wir uns doch mal die Bündnisse an. An der Front, als Frontman, als der Mann, der vorne steht beim Linksbündnis, steht einer, der ist ein erklärter Deutschlandhasser und ein Antisemit. Wie kann sowas passieren? Ja, also das sind die unappetitlichen Seiten der französischen Politik, die von der deutschen Politik nicht wahrgenommen werden wollen. Nicht? Frankreich, Deutschland, auch die politische Klasse, hat sozusagen ein sehr touristisches Verständnis von Frankreich. Einfach deshalb, weil sie mit der französischen Politik wenig zu tun haben und sich da gar nicht auskennen. Vielleicht die Reize des Landes, die unbestritten sind, schätzen, aber nicht wissen, dass es gemeinsame Nenner gibt zwischen extremer Rechten und extremer Linken. Dazu gehört der, ich will nicht sagen Deutschlandhass, aber die Deutschlandskepsis, die offen umschlägt in Deutschlandhass bei Herrn Mélenchon, auch in Ressentiments bei Frau Le Pen. Immer wenn es in Frankreich schlecht geht, immer wenn von Deutschland die Einhaltung des Stabilitätspakts auch nur angemahnt wird, dann wird von dem deutschen Diktat in Europa geredet. Das haben beide Gruppierungen gemeinsam. Das ist aber zumindest ganz offen ausgesprochen. Und ich ziehe es vor, wenn die Leute offen ihre Feindschaft erklären oder ihre Gegnerschaft erklären. Aber er könnte jetzt der nächste Ministerpräsident werden. Ja, das werden die Leute innerhalb der Volksfront nicht zulassen, weil Herr Mélenchon ein Mann in einem gewissen gesetzten Alter ist, 72 Jahre, und sehr autoritäre Umgangsformen hat. Da müssen Sie also dann schon einen Kompromisskandidaten finden. Es gibt da unterschiedliche Persönlichkeiten. Spekulieren bringt an der Stelle nichts. Aber die Gemeinsamkeit von extremer Linken, extremer Rechten ist, Sie sagen Deutschland Hass oder Ressentiments, aber jedenfalls eine starke Rivalität. Die, Herr Dr. Brinkmann, ist bei Herrn Macron genauso vorhanden. Ja, aber merkt die, ist, nicht. Die wird nur kostümiert mit europäischen Floskeln. Die Dreistigkeit, mit der der französische Staatspräsident seine Personalvorstellungen in der EZB, in der Europäischen Kommission, Frau Lagarde und seine Mitarbeiterin Frau von der Leyen durchgesetzt hat, zeigt ja den chauvinistischen Charakter dieser Politik. Das hat ja nichts mit Europa zu tun. Europa ist ein Miteinander, ein Nehmen und Geben im allgemeinen Sinne. Für Frankreich ist das überhaupt nicht denkbar. Das Win-Win ist ein Geschäftsmodell, was Herr Macron überhaupt nicht kennt. Es geht beispielsweise in absehbarer Zeit darum, die 49 AKWs zu sanieren. Wie das aus dem französischen Staatshaushalt bzw. von dem entsprechenden Unternehmen EDF geleistet werden soll, ist mir schleierhaft. Also wird es darum gehen, durch Frau von der Leyen vermittelt, EU-Schulden zu machen. Der ganze Diskurs geht in die Richtung, wir brauchen für bestimmte pseudo-europäische Anliegen mehr EU-Schulden, um dann in dem Rahmen nationale Vorhaben zu realisieren. Ich würde mich nicht wundern, wenn irgendwann der französische Staatspräsident auf die Idee kommt, für die Atombewaffnung Frankreichs auch noch einen europäischen Finanzbeitrag zu fordern, obwohl diese Atombewaffnung ausschließlich Frankreich dient. Das heißt, wir haben es hier mit einem Land zu tun, und das ist auch das Thema des ja Ihnen bekannten Buches Europa ohne Frankreich? Fragezeichen, vor 25 Jahren verfasst. Wir haben es mit einem Land zu tun, dessen Integrationsfähigkeit in eine europäische Gemeinschaft höchst zweifelhaft ist. Ja, aber wir wollen es doch nicht glauben. Wenn Sie die Kommentare lesen von heute und gestern in den Zeitungen, zwei Tage nach der Wahl, nun wird das Verhältnis zwischen Deutschland und Frankreich wieder enger. Was heißen soll, es wird wieder besser. Und dann weist man auf den Herrn Mélenchon hin und sagt, das ist doch ein Deutschlandhasser. Ja, aber den wird man denn einbinden können. Der normale Bürger, zu denen ich mich auch zähle, der versteht das ja alles nicht. Der sieht nur, da sind zwei Wahlsieger, die sind alle einig im Kampf gegen die Rechten.
Und was bedeutet das für Deutschland? Sie sagen nichts Gutes. Also das Gute an diesem Wahlergebnis ist, wenn man es hintergründig beleuchtet, dass das wahre Gesicht Frankreichs zum Vorschein kommt. Und aus der Dunkelheit einer wenig sachkundigen Berichterstattung durch bestimmte Medien an das grelle Tageslicht der Wahrheit tritt. Und dass man weder mit der Linken noch mit der Rechten noch mit Herrn Macron, der ein Show-off-Typ ist, irgendetwas zusammenbauen kann in Europa. Und das in einer Situation, Herr Dr. Brinkmann, in der Europa wie nie zuvor gefordert ist, aufgrund der kriegerischen Auseinandersetzung in und um die Ukraine und in einer Situation, wo die Präsidentschaftswahlen in den USA uns wohl ganz neue Herausforderungen stellen. Herr Macron spielt auf Zeit und kann auf Zeit spielen und kann sich sicher sein, dass die Leute, die sich zu Siegern erklärt haben in der Wahl, innerhalb der nächsten Wochen oder Monate mit Sicherheit ein lustiges Schauspiel sich streitender Gruppen haben. Das heißt, wir bekommen die Messer schon wetzen. Wir kriegen Ampelverhältnisse ohne Koalition. Es wird gar nicht zu Koalitionen kommen. Warum? Weil im Unterschied zu der deutschen Konsenspolitik, das ist ja keine Politik, sondern eine Pathologie in Deutschland. Ich plädiere für Konsensstörung. Wir in Frankreich Gruppierungen haben, die miteinander gar nicht reden. Das ist natürlich für eine Demokratie eine echte Belastungsprobe. Wir wissen, was das in den USA bedeutet für die politische Kultur eines Landes, dass man mit dem politischen Gegner gar nicht mehr reden will. Demokratie, sagte meine Großmutter zu mir, ist immer, wir haben noch den Kaiser erlebt, miteinander reden. Mal miteinander reden und auch mal zuhören. Und unvoreingenommen jemandem zuzuhören, der eine ganz andere Meinung hat. Wenn ich Sie richtig verstehe, ist, dann sind Sie nicht sehr zuversichtlich, was das Verhältnis Frankreichs zu Deutschland angeht. Sie sind nicht zuversichtlich, dass dort eine stabile Regierung zustande kommen könnte, weil die Koalitionäre, die möglichen, nicht untereinander sich selber grün sind, ähnlich wie in Deutschland. Ampelverhältnisse, aber bei uns geht es ja noch sehr zivilisiert zu. Und das bedeutet doch, dass wir einen sehr instabilen Partner Frankreich bekommen werden. Ja, ich glaube, dass das ganze, man muss schon sagen, Gerede über die Partnerschaft mit Frankreich nunmehr von der Realität eingeholt wird und sich die deutsche Politik die Frage stellen muss, die ich in dem Büchlein Europa ohne Frankreich problematisiert oder thematisiert habe, ob Frankreich der Partner ist, mit dem man Europa bauen kann. Erstens aufgrund der Instabilität, die ich voraussehe. Dazu braucht man nicht ein besonderer Frankreich-Kenner zu sein. Wenn man die messerwetzenden Scharen in Paris sieht. Nun hat Herr Macron durch die Olympischen Spiele die Möglichkeit, sozusagen mit ein bisschen Brot und Spiele die französische und internationale Öffentlichkeit zu beruhigen. Aber es wird nicht lange dauern. Dann kommt man zur Sache und dann werden eventuell die Märkte auch reagieren auf diese wirren Vorstellungen, die auf der Linken, auf der Rechten über eine Änderung der Wirtschaftspolitik vorgebracht worden sind. Also Deutschland darf sich, das ist meine Überzeugung, als das Land in der Mitte Europas mit den meisten Nachbarn, als die Macht in der Mitte Europas, als die Brückennation zwischen Ost und West nicht mit einem einzigen Partner zusammentun und damit Stichwort binden. Polen. Mit Polen ist es sehr schwierig, unabhängig von der Kommunikation mit der PiS-Regierung, weil Polen auch ein Verständnis von Europa hat, das sich reduziert darauf, wie viel Geld bekommen wir. Möglichst viel, und darum ist ja Frau von der Leyen dorthin gefahren, da hat Herrn Tusk in Aussicht gestellt, 136 Milliarden an Polen zu überweisen. Natürlich in der Hoffnung, dass Polen die Kandidatur von Frau von der Leyen unterstützt. Aber Deutschland muss Rassembleur sein, muss Sammler sein, muss auch die Länder mit Gewicht zur Sprache kommen lassen, die in dem europäischen Konzert sich marginalisiert vorkommen. Damit meine ich nicht die baltischen Staaten. Die estnische Ministerpräsidentin weiß ja sehr wohl, sich in Szene zu setzen und wird eventuell auch Außenbeauftragte für die EU. Aber ich
Ich denke an Länder wie Tschechien, denke an Länder wie die Slowakei, die ganz zu schweigen von den Niederlanden, natürlich auch ein Land, das uns sprachlich besonders verbunden ist, Österreich. Der Durchschnitt, das Durchschnittsland in Europa, 10 Millionen Einwohner. Deutschland muss diese Länder sammeln und darf sich nicht an die Seite Frankreichs in sozusagen einer Nibelungenstreu stellen und damit riskieren, dass man in dem Abwärtsstrudel, in dem sich das Land befindet, mit untergeht. Und dann eventuell sagt, jetzt geht es allen so schlecht, jetzt brauchen wir nur noch ein paar Billionen mehr EU-Schulden. Ich habe ja eben schon eingeworfen, Polen, die Bundesregierung unter Kanzler Scholz war ja unlängst, ist das ein paar Tage her, in Polen nahezu das ganze Kabinett ist mit ihm gereist. Stichwort Weimarer Dreieck. Hilft das etwas, wenn wir uns mehr nach Osten orientieren, wir, die Bundesrepublik Deutschland und die deutsche Politik, und mit Polen dichter heranziehen, um die Unsicherheiten, die uns bei Frankreich jetzt eventuell erwarten könnten, abzudämpfen? Also zur Herstellung eines Mächtegleichgewichtes ist Polen auch in der gegenwärtigen politischen Konstellation denkbar ungeeignet, weil die Erwartungen an Deutschland, die auch von allen Regierungen gefördert sind, ganz überwiegend finanzieller Natur sind und auch Polen der Meinung ist, jetzt sind wir dran, und zwar in jeder Beziehung. Die Kombination, die wir von Frankreich kennen, ungebrochene nationale Souveränität und viel Geld aus Brüssel, das wird in Polen in einer Weise demonstriert und gehandhabt, was schwer mit dem europäischen Verständnis vereinbar ist. Gucken Sie sich nur an, wie die regelmäßige Vergiftung der Oder aus Abwässern aus dem Kanal in der von Breslau in Polen allen Ernstes als eine Intervention aus Deutschland qualifiziert wird. Und man nicht mal in der Lage ist, einen Grenzfluss sauber zu halten. Also die Möglichkeiten, da mit Polen etwas zu machen, sage ich Ihnen, aus einer langjährigen Tätigkeit als Gastprofessor in Warschau, erscheinen mir sehr, sehr begrenzt. Man muss mit Italien ins Gespräch kommen. Italien hat gegenwärtig für Italien und im Vergleich zu anderen relativ stabile politische Verhältnisse. Aber eine vermeintlich rechtsradikale Ministerpräsidentin. Sie hat eine bestimmte, sagen wir mal, aktivistische Vergangenheit, aber sie wird von den Italienern geschätzt, wie sie aus den letzten Europawahlen auch gesehen hat. Zwischen Italienern und Deutschen hat es immer ein gutes persönliches Verhältnis gegeben. Wir sind in vielerlei Hinsicht komplementär. Diese Karte spielt die deutsche Politik genauso wenig wie die spanische Karte. Ganz zu schweigen von den Ländern, mit denen wir sozusagen mentalitätsmäßig naturhaft verbündet sind. Dazu gehört ein Land mit überschaubarer Größe wie Dänemark, aber natürlich auch Schweden und Finnland. Also ich glaube, wir stehen an der Stelle wirklich vor einer außenpolitischen Zeitenwende, weil die Zustände in Frankreich eine Antwort auf die Frage erzwingen, gehört Frankreich noch zu dem von uns konzipierten Europa? Ich stimme Ihnen zu und die Frage schließt sich dann ja an. Ist die Bundesrepublik Deutschland mit ihrer Außenpolitik darauf vorbereitet, mit einem anderen Frankreich, als wir es bisher kennen, mit einer anderen Regierung, als wir bisher erwartet haben, mehr links, umzugehen? Sie sehen, wie das Auswärtige Amt geführt wird. Dort sitzt eine Dame, die im Wesentlichen Außenpolitik als einen Modelaufsteg betrachtet, das Ganze auch noch als feministische Außenpolitik bezeichnet. Trotz der vielen Reisen, die Frau Baerbock unternommen hat, sehe ich im Auswärtigen Amt überhaupt gar kein Konzept, auch keine Konzeption, auch keine außenpolitische Doktrin, sondern nur ein auf Öffentlichkeitsarbeit fixiertes Händeschütteln mit den Großen der Welt und im Übrigen ja auch von der Amtsinhaberin und ihrem Defizit mal ganz zu schweigen. Also Ihre Antwort ist ganz einfach, wir sind nicht darauf vorbereitet. Überhaupt nicht. Wir sind ein Land ohne Strategie. Ja? Und der Zustand des Auswärtigen Amtes, da ändern auch die hohen Investitionen von Frau Baerbock in Visagisten,
im Jahre 2022 136.500 Euro. Nichts am Bild, das wir Deutschen abgeben. Ein Land ohne Strategie. Und ein Land, das nur gefallen will und das mit Schecks durch die Welt läuft. Wir haben einen Entwicklungshilfeetat von 11,2 Milliarden Euro. Und die Entwicklungshilfeministerin ist der Meinung, das ist noch nicht ausreichend. Warum wir Indien weiter Entwicklungshilfe geben, weiß ich nicht. Anderes Thema, kommen wir gleich zurück. Ja. Unsere Sendung ist gleich zu Ende. Ich will nochmal zurückkommen auf Frankreich. Mhm. Was erwarten Sie? Sie haben am Anfang gesagt, Sie sind kein Glasgucker und können das nicht voraussagen. Aber nach unserem Gespräch habe ich den Eindruck, das, was in Frankreich sich jetzt formiert, ist nicht gerade das Beste für Deutschland. Da müssen wir auf der Hut sein, denn da sind Kräfte in Frankreich im Gange, die uns nicht gefallen können. Herr Dr. Brinkmann, zur Politik gehört immer, dass man die Dinge so sieht, wie sie sind. Dass man zu einem radikalen Realismus sich nicht bitte zu spät entscheidet. In dem Moment, wo wir den Traumbildern von Frankreich durch bestimmte Politiker provinziellen Zuschnitts, sind sie alle hier in Deutschland, weiter anhängen, schätzen wir das Land falsch ein. Ich bin kein Feind Frankreichs. Wie könnte ihr sein? Das Land hat große Reize in dieser Beziehung, kulturell, landschaftlich, geschichtlich. Darum, Sie wohnen da, auch in Paris. Darum bin ich dort beheimatet. Aber wenn man die Erwartung hegt, dass sozusagen eine seit 1963 entkrampftere Beziehung zu einer ewigen Freundschaft wird, sozusagen aus der Erbfeindschaft eine Erbfreundschaft wird, dann ist man politisch völlig falsch gewickelt. Wir müssen damit leben, dass Frankreich über seine Verhältnisse selbst bestimmt, dass Frankreich auch die meisten Gruppierungen der Meinung sind, sie können weiterhin über ihre Verhältnisse leben. Und man kann nur hoffen auf die Märkte, auf die Kapitalmärkte, denn nichts ist so wenig bestechlich wie langfristig gesehen Kapitalmärkte, die dann ein Land entsprechend einordnen. Da gibt es schon jetzt in Deutschland bestimmte unkundige Politiker. Die meisten sind ja sehr unkundig, die sagen, aber dafür haben wir doch die EZB, die kauft dann einige französische Anleihen, dann ist alles gut. Das ist nicht die Aufgabe der EZB, die Refinanzierung der Staatsschuld in Frankreich sicherzustellen. Das wäre ein weiterer Ultravirus-Akt, eine weitere Grenzüberschreitung. Die Diskussion hatten wir schon mal. Die haben wir schon. Und wir haben diese Fälle regelmäßig dem Bundesverfassungsgericht zugetragen. Das heißt, aus dem süßen Tagtraum der deutsch-französischen Freundschaft gilt es, so schnell wie möglich aufzuwachen und sich die Frage, ob Frankreich europatauglich ist, mit aller Präzision zu stellen. Ja, und das haben Sie in einem Buch schon gemacht, Europa ohne Frankreich, Fragezeichen. Deutsche Anmerkung zur französischen Frage. Da stutzt jeder, der das liest, ich auch, was heißt denn französische Frage? Das ist die entscheidende Frage. Sieht Frankreich Europa nur als eine Verlängerung seiner selbst an, als einen Selbstbedienungsladen, als eine von Paris aus leicht erreichbare Verwaltung, in die man hinein regieren kann? Das geschieht, wie wir an den Personalentscheidungen auf höherer Ebene sehen, aber die Dinge, die zwischen den Ministerien Paris und der Europäischen Kommission in Brüssel ablaufen, die sehen wir halt nicht. Die sehen die Durchschnittsbürger nicht und die wollen die deutschen Politiker nicht sehen. Oder ist Brüssel eben mehr als eine Zweigstelle der Pariser Regierung, sondern eine Struktur, die allen Europäern zur Verfügung steht und einen gemeinsamen europäischen Nenner versucht zu definieren. Dieses Gewaltenkonglomerat in Brüssel, auch darüber haben wir mehrfach gesprochen, darf nicht weiter wuchern. Frankreich hat ein großes Interesse daran, dass es weiter wuchert und zwar in die Richtung, die Frankreich für richtig hält. Also mehr Geld über europäische Schulden für noch mehr europäische Kompetenzen und Kompetenzfelder, die kaschierte nationale Aufgaben finanzieren. Und das in der totalen Intransparenz, die wir aus Brüssel kennen, wo es keine Gewaltenteilung gibt, wo das Europäische Parlament kein Parlament ist und wo die Europäische Kommission sich aufführt wie eine Regierung, ohne jemals gewählt worden zu sein.
mit Ursula von der Leyen an der Spitze. Weiterhin, das ist auch eines der sonderbaren Ergebnisse der sogenannten Wahlen zum Europäischen Parlament. Ja, die Wahlen sind zu Ende in Frankreich und wir haben darüber gesprochen mit Professor Dr. Markus Kerber von der TU Berlin, Lehrbeauftragter an verschiedenen französischen Universitäten und mit Wohnsitz in Berlin und Paris. Und da sind Sie gerade hergekommen, haben die Wahl dort erlebt. Also Ihren Worten zu folgen und richtig, wenn ich es richtig verstehe, ist, es wird nicht besser durch diese neue Koalitionsregierung, sondern eher schlechter im Verhältnis Frankreich zu Deutschland, wenn bestimmte Strömungen an die Macht kommen und der Vorsitzende der Linken, Herr Mélenchon, ist ein Deutschlandhasser. Das Land ist gespaltener denn je. An dieser Spaltung haben die Wahlen nichts geändert. Die Wahlen haben die Spaltung offenkundig gemacht. Jetzt stehen sich im Wesentlichen drei Formationen gegenüber. Eine kleine Restformation der bürgerlichen Konservativen ist im Parlament mit 50 Abgeordneten vertreten. Sehr vernünftige Leute. Ich kenne eine Reihe von ihnen. Aber die gehören nicht zu den Königsmachern. Also ich würde sagen, die Stunde der Wahrheit kommt erst noch in Frankreich. Und die Deutschen sind gut beraten, Frankreich zu sehen, wie es ist. Ja, und nicht, wie man sich's wünscht. Und diese Stunde kommt und dann sind Sie wieder dabei und mit klarer Stimme und klarer Meinung uns zu erklären, was das nun heißt, wenn da diese Regierung A oder diese Regierung B an die Macht kommt und gewählt wird. Es bleibt spannend, denn aus so vielen verschiedenartigen Gruppieren eine Regierung zu formen, ist noch schwieriger als in Deutschland eine Ampel. Ja, behaupte ich mal. Da liegen Sie sicherlich richtig. Ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch und empfehle dieses Büchlein Europa ohne Frankreich, deutsche Anmerkung zur französischen Frage. Haben Sie wann geschrieben? Das habe ich schon angefangen zu schreiben, 1997. Es ist aber erst auf den Markt gekommen, 2006, nach langen gerichtlichen Auseinandersetzungen mit dem Surkamp-Verlag. Und das, was Sie in den Händen halten, ist ein Reprint. Ja, okay. Vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns wieder, TV Berlin Spezial, jede Woche auf TV Berlin. Und danke für heute, dass Sie dabei waren. Wir sehen uns wieder nächste Woche. Danke und tschüss.